Hey meine Besten draußen, ich bin Jan von Buddies United und heute öffne ich 10 Päckchen der Feighaus Liga 2016. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Auf jeden Fall der finnischen ersten Liga. Diese Päckchen liegen seit einiger Zeit schon bei uns rum. Heute öffne ich mal 10 Stück. Falls euch das Video gefällt und ihr mehr von der Serie sehen wollt, wir haben noch ein paar Päckchen, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ein Daumen hoch wäre natürlich auch nett. Ich sage euch jetzt schon im Vorhinein, ich werde mein Bestes versuchen mit den Namen. Vielleicht werde ich auch irgendwann einfach aufgeben. Aber finnische oder so skandinavische Namen sind nicht immer einfach auszusprechen. So sieht das Ganze vorne aus. Feighaus Liga Official Sticker und Collection. Hier unten die ganzen Logos. Karussell, das ist der Hersteller. 5 Sticker in einem Päckchen. So sieht das Ganze von hinten aus. Wieder Karussell, Feighaus Liga, 60 Cent kosten die. Also nichts Außergewöhnliches und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Pack. Sticker auf dem ersten Blick etwas kleiner, als man das vielleicht von Panini oder so kennt. Aber interessantes Design, viel steht drauf, muss man sagen. Hier erstmal das Logo, Trikotnummer, Nationalität, Name, ein kleines Symbol. Dann nochmal Nationalität in Buchstaben, Abkürzung, Geburtsdatum. Das H ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, vielleicht die Position und auch die Größe. Und wir beginnen hier mit Sasa Jovovic. Von hinten sehen die Sticker so aus, also wieder dieser Fan oder was das soll das symbolisieren. Kartennummer natürlich und ja, alles standardmäßig. Dann haben wir Toni Lehtinen, Vincent Onovo von Helsinki, ein Actionbild und Philippe Asbegren. Und das Logo hier sieht richtig nice aus, richtig interessant. Ich kenne bis auf Helsinki, glaube ich, keinen einzigen Club. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr Fan dieser Liga seid, des finnischen Fußballs. Vielleicht ein paar Finnen unter euch. Und wie gesagt, für alle, die wissen, wie die Namen ausgesprochen werden, tut es mir wirklich leid. Ich gebe mein Bestes. Gustafsson, Wille Sachsmann. Oh, Thomas Dehne, ein Deutscher, auch hier mit dem deutschen Bundesadler auf der Flagge. Interessant zu sehen, sieht man nicht unbedingt oft. Hier von Helsinki ist Torhüter anscheinend. Dann Teil des Mannschaftsfotos und das sieht auch interessant aus hier anscheinend mit ja, alten Trikots. Oder es ist ein altes Bild, auf jeden Fall nicht aktuelle Trikots. Und Tatu Mitchunen. Auch wieder ein. Na, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das ein Keeper war. Dann machen wir weiter mit Turmo Könönen, Lauri Al-Milmeki, Markus Usatalo, Sebastian Manström und Pavel Milosavljevic. Okay, interessant. Also vom Aussehen, vom Design gefallen mir die Sticker auf jeden Fall. Ich mag das, wenn zumindest, wenn man auf jeden Fall viel über diese Spiele erfährt. Wobei ich das bevorzuge, wenn es im Album steht, wie es zum Beispiel bei Panini früher oft der Fall war. Jetzt mittlerweile ja weniger, beziehungsweise jetzt haben sie es oft auch auf die Sticker gepackt. Aber naja, da haben wir Kalle Taimi, Hilander, Tato Mirovic. Teil des Mannschaftsfotos hier, Trikots sind nice. Und Mekele hier von IFK. Was auch immer das ausgeschrieben bedeutet. Dann haben wir Henry Luste, Marco Matrone, wie Jalasto hier von Helsinki, Aho und Miliso. Ja, Witsch hatten wir den eben nicht schon, aber ja. Also, ein paar Serben, viele Finnen, ein Deutscher. Das ist der Jovovic, den hatten wir glaube ich am Anfang schon mal. Auf jeden Fall kranker Bart. Lehtinen hatten wir glaube ich auch schon. Onovo hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon. War das ein Double? Was ist ein Section? Double oder so? Ich hoffe, das bleibt das einzige.
Hier haben wir Gila, Ubilor, dann haben wir hier Fußballplatz, wahrscheinlich das Stadion, aber sieht nicht wie ein großes Stadion zumindest aus. Aber sicherlich auch nicht die, ist auch klar. Also, und hier haben wir noch Lingmann, wieder von Helsinki. Hier nächstes Pack, hier haben wir Uhu Nisle. Hier mal eine schöne Tribüne, die anscheinend auch voll ist, also gut besucht. Teil von Mannschaftsfotos, dann Thomas Renankal und, oh, das erste Logo, Helsinki. Und die Sticker erinnern an die slowakische Serie, von die ich euch vor ein paar Wochen, Monaten noch mal gezeigt habe. Und ich glaube, dieses Karussell, das ist, ich weiß nicht, ob es zusammengehört mit Sikito, aber auf jeden Fall gibt es da irgendwelche Zusammengehörigkeit oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es umbenannt wurde, was auch immer. Ich habe mal im Internet recherchiert, weil es mir auch suspekt vorkam, weil das Album dieser Serie auch ähnlich aufgebaut ist, ähnlich aussieht. Und ich glaube, ein paar hohe Tiere, sage ich mal, von beiden Firmen sind die gleichen, dieselben oder auf jeden Fall miteinander zu tun. Deswegen, falls ihr die anderen Videos gesehen habt, die Logos sehen wirklich extrem ähnlich aus wie die anderen, also von der anderen Serie. Dann haben wir hier Kane, Ibrahim, Beckmann, wieder ein Actionbild und Gükam oder so ähnlich. Und dann kommen wir schon zum letzten Päckchen. Da haben wir wieder ein Actionbild. Heiki Aho, Lukas Garcia, Lorenz Herzl und dann noch eine Tribüne wieder. Und ja, das war's auch schon mit diesem Pack Opening. Schreibt mal eure Meinung zu diesen Stickern in die Kommentare. Einfach, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Serien, zur, sag ich mal, zum Beispiel zur Bundesliga-Serie von Tops. Oder zum Beispiel von den FIFA 365 Sticker von Panini. Wie gefallen die euch im Vergleich dazu? Oder zum Beispiel Confit Cover Road to Russia oder sowas. Eure Meinung in die Kommentare. Ich finde sie ganz okay. Mal was, sind auf jeden Fall mal was anderes. Und ja, das war's. Wir sehen uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao.